Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trade Connections Switzerland Event Video. Wir stehen hier noch in der Umgebung von Zürich und wir schauen, ob wir hier vom Steinbruch einen Auftrag ausbekommen, der uns irgendwo hinführt, wo wir noch nicht gewesen sind. Wo wir, ja, innerhalb des Events. Nach Warschau könnte es gehen. Mit dem Radlader. Das wird wahrscheinlich auch gewesen sein. Dann fahren wir nach Warschau, Polen. Ach, nach Warschau, nach Wrocław. Mit einem Radlader JCB 457 für 32.700 Euro. Eine Strecke von 855 Kilometer. 20,5 Tonnen. Vom Steinbruch zum Steinbruch. Wir fahren los. Haben wir auch wieder Verkehr, zumindest hier. Auf der Landstraße. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ach, wieder schön mit den Dörfern. In den Bergen. So, bei Tag ist das ja alles noch mal deutlich schöner. Vielleicht habe ich die letzten Fahrten nur bei Nacht. Schön mit den Bergen. Ach, es ist schon schön. Sehr schön geworden. Bitte rechts halten. Den Weg kennen wir mittlerweile. Kannst du von einer Richtung beim letzten Mal. Aber beim Steinbruch waren wir schon gewesen. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Das war jetzt ein bisschen viel Tempo. Mehr als ich dachte. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Und dann müssen wir uns das wahrscheinlich jetzt wieder hier rechts holen. Bei der üblichen Annahmestelle. Auch nice, direkt an den Bahnschienen. Thank you.
Super, 20%. Dann fahren wir die A13 wieder hoch und wechseln, fahren wir nochmal kurz wieder durch Österreich durch. Dann fahren wir die A96 an München, Richtung München und fahren bei München dann auf die A9. Wechseln dann bei Nürnberg auf die A6. Fahren dann die, ja gut, da geht es schon, wir fahren noch drin auf Tschechien durch. Dann geht's an Prag vorbei. Und da sind wir schon so gut wie bei Wrocław. Beziehungsweise Breslau, wie wir es nennen. Vermutlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich bis dann bei Breslau dann noch der ursprüngliche Steinbruch sein. Oder einer der ursprünglichen Steinbrüche. Biege nach rechts. Im Schieferpair. Im besten Fall geht es dann bei der nächsten Fahrt auf wieder Richtung Zürich. Die müsste, glaube ich, die 9. von 10 sein, oder? Ja, sehr schön. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schau eigentlich, ich muss sowieso nochmal vorher pennen, dann könnte ich eigentlich dann vom Steinbruch dann nochmal in den Wrocław reinfahren. Und die Mühle nochmal reparieren. So. Auf nach St. Margrethen. Mal, wie weit denn das Event gerade ist. Ist auch wieder ein Tag vergangen. Das fand ich sich viel wahrscheinlich viel getan haben. Da lohnt es eigentlich gar nicht zu gucken, aber man kann es trotzdem mal machen. Hier schön mit der alten Brücke. Noch unter 17 Millionen. Aber immerhin bei 124 Millionen bei Nebraska. Also knapp eine Million noch an Meilen. Cruising Nebraska Event. Aber noch eine Menge an Tonnen. Hier vom Trail Connections Switzerland Event. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir doch. Von diesen Kindersicherungsverschlüssen, Flasche.
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Das ist sogar noch mehr runtergekommen von der Geschwindigkeit, als ich dachte. Vor allem, ich dachte, ich verliere nicht allzu viel Geschwindigkeit, dass ich noch die Ampel bekomme auf. Dass ich noch immer bei Orange überrolle, aber okay. Offenbar ja nicht. Demnächst rechts abbiegen. Kann man nicht eigentlich mit dem Auto hingehen? Biege nach rechts ab. Na klar. Komm, auch mal stehen bleiben. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Ich muss mich langsam sputen, die Sonne kommt rum. Biege nach rechts ab. Oder auch nicht rein. Da hilft aber die Mutterfehlfunktion auch nicht wirklich bei. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Kommen wir vorher rum. Diese Ausfahrt. Oben wieder runter. Dann fahren wir wieder ein bisschen kurvenreicheren Abschnitt, okay. Geradeaus. Kommen wir jetzt mal wieder von dieser Seite. Das ist eine interessante Wolke. Man könnte auch denken, es brennt da hinten. Immer geradeaus. Bitte rechts halten. Das ist ja schön. Dass ja so viel Verkehr ist. Ich bin aber auch sonst immer nachts hier gewesen, ne? Biege nach rechts ab. Jetzt so, 100 Kilometer. Sonst ist das weniger. So, wieder hoch auf 60.
Bitte links halten. Machen wir doch. Da muss ich bitte echt, wenn ich hier die. Ja, wenn ich wirklich fertig bin, schmeiße ich jetzt, glaube ich, nochmal kurz. Wobei, ist wahrscheinlich wieder zu viel. Das gut, na, wobei, nee. Wäre schon smart. Schmeiße ich mal wieder ein paar Dateien hier hoch. Auf Rechner, dass ich die hochladen kann. Damit ich damit weitermachen kann und mit ein bisschen mehr Platz hier schaffe. Sowohl auf der SSD als auch auf der HDD. Also erst auf der HDD, aber die Sachen, die jetzt gerade auf der HDD wieder sind, die habe ich ja noch von der SSD. Da liegt mir auch noch ein bisschen was rum. Was gerne mal weggerendert werden möchte. Schon wieder. Was ist das Thermometer? Eventuell 27 Grad hier drin. Und die Sonne kommt gerade erst. Tanken muss auf jeden Fall auch noch mal. Wahrscheinlich noch in Deutschland. Zollamt vorbei. Und da sind wir in Deutschland. Über 64 Kilometer bis München. Und 700 noch bis Breslau. Wahrscheinlich werde ich dann morgen schon die Rückfahrt aufnehmen müssen wieder. Aber schauen wir mal. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Und dann ist es sogar die letzte Woche, wo wir das alles so busy ist. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Gar nicht, obwohl das jetzt schon doch diese Woche ist. Oh ja, kommt hier hin. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Jetzt auf alle Fälle nächsten Sonntag dann wieder ein Sondervideo mehr oder weniger geben. Also wieder auch am Sonntag wieder ein Video geben. Weiß ich noch gar nicht, was es dann geben wird. Es sind prinzipiell eigentlich zwei, die eigentlich schon zeitlich an demselben Tag rauskommen müssten.
alles noch mal aufwendiger wie das wieder. Wobei das eine werde ich noch nicht hinbekommen. Wenn ich das so machen möchte, wie ich es mir im Kopf gesetzt habe. Wo erstmal damit auf jeden Fall Platz ist. Mir ist auch nicht mehr ganz genau weiß. Gar nicht rausgehen müssen. Hätte mich vielleicht komplett auch untergebremst. Die adaptive bestimmt auch gebremst. Das war mir dann doch wieder zu knapp, deswegen bin ich nochmal selber in den Eisengang. Weil dann kann ich eigentlich doch schon vielleicht sogar beide Füße noch auf dem Sticker habe und drüber ziehe, dass ich die dann vielleicht sogar schon hochlade und nochmal kurz los hier in die Wärme draußen. Da haben wir Nürnberg ausgeschildert. Ist der schon gebogen? Ich habe schon keinen Norden. Nee, wir sind noch beim Michel. Ja. Die 90 wollen wir nicht. Die 85 reichen mir auch. Also. Wir bleiben einfach hier. Ja, die schlafen. Ist anders gar nicht. Okay, muss gar nicht. Ist anders gar nicht möglich. Aber das war ja sowieso schon von vornherein klar. Bei 13 Stunden Fahrzeit. Die 3 Stunden, die holt man nicht mehr ein. Erst recht nicht, wenn man sowieso gebremst wird auf 90. Aber naja, sowieso 80 darf. Runter.
Stimmt, ich wollte ja hier jetzt nicht mehr mit dem Adaptiven runterrasen oder runterfahren, dann bist du mit Tempomat. Aufgrund der Adaptiven. Bitte links halten. Fällt dir denn auch gerne mal. Einen die Abfahrt runterbrettern lässt, diese runter crashen lässt. Auf Richtung Nürnberg. Mal 29 Kilometer noch bis Nürnberg. Super. So war es geplant. Mal kurz 90 fahren hier. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Weil wir jetzt hier raus sollen. Nimm die Ausfahrt rechts. Interessant. Hauptsache, der Bus fährt links. Toleranz 5 Kilometer pro Stunde. Kappa. Jetzt war mir. Man spürt die Nähe, die Nähe, genau die Wärme im Nacken. Bin aber safe nochmal in den Tank gekommen. Müssen wir sowieso pennen. Dann, ja, wahrscheinlich pennen und tanken wir dann in Tschechien.
auf Richtung Prag. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Nächste Tanke ist noch ein bisschen weiter weg, okay. 390 Kilometer noch bis Breslau. Der für seine Strecke aber ist hinter uns. Belastend. Ich hoffe, die Zeit vergeht sich noch schneller, aber sonst war gleich nicht mehr los. Und ich muss dann nicht mehr los. Sehr schön. Ach so, ist er ganz zu hören. Never mind. Ich darf mir entschaffen. Nicht tanken. Das können wir dahinter machen. Also fahren wir noch erstmal weiter. Ist auch nicht weit. So, dann haben sie jetzt auch schon in Tschechien. Dann fahren noch mal kurz durch Tschechien durch und dann sind wir schon in Breslau. Immer geradeaus. Na, nicht ganz, aber ja. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ich muss wahrscheinlich nach rechts. 1,55 Euro. Insgesamt 1.110 Euro für 717 Liter. Gut. Noch besser hin.
Dichten aus, kurz pennen. Lichter an. Oder an. Da geht's auf jeden Fall weiter. 300 Kilometer noch. Richtung Prag. 24 Kilometer noch. Ja, okay, jetzt eigentlich passt das. Ich brauche. Wie lange brauche ich? Nicht lange. Da muss ich hin. Hallo, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Ach. Danke. Ja, doch nicht. Da frage ich mich, was das Problem war. Ob das mein Problem war oder. Also vom Handy oder von. Okay, angeblich 24 Minuten brauche ich dann. Zu Fuß. Weiß ich nicht, okay. Vielleicht ziehe ich auch nur ein Video rüber. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht wieder am Berg ausgebremst werden. Weil es dann doch reinkickt. Mit der Geschwindigkeitsregulierung. Bergab hier. Schon auch mit dem Fluss hier wieder. 233 Kilometer. Gut, die letzten 100 Kilometer sind ja sowieso fix. Mal die Zeit nutzen, während dann der Stickplatte, die das dann rübergezogen hat, oder rüberzieht. Vielleicht dann schon mal ready mache. Bisschen Zeitoptimierung hier machen.
Links halten. So, schon mal rüber. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Lang nicht mehr auf solchen alten Prefabs gewesen. Und doch wieder erkannt. Den in der Kurve stehenden Mästen fehlen. Okay, wir fahren also durch Prag durch, verstehe. Da wird das schon irgendwann mal überarbeitet. Jetzt, wo sowieso schon alles nach und nach angefangen wird zu überarbeiten. Wäre jetzt immer so mein Wild Guess. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und da haben wir schon ausgeschildert. Breslau. Und Brno. Geradeaus. Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nein. Nimm diese Ausfahrt. So, jetzt wirklich der Endspurt, jetzt hier 185 Kilometer. Vor verfrühter Endspurt. Das ist 400 Kilometer bis Breslau, aber wir sind ja gut, wir sind auch weit außerhalb von Breslau. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist schon über 300.000, sehr schön. Auf
Dann vielleicht auch beim nächsten Mal. Ja, gut. Eigentlich muss ich dann beim nächsten. Fahren wir heute nicht doch nicht mehr zur Werkstatt, sondern machen wir dann beim nächsten Mal. Dann in wahrscheinlich Zürich. Schon nochmal 50. Und dann geht es wieder an der Baustelle vorbei. Okay, ist aber ein bisschen schneller als 50. Würde ich mal so behaupten. Wirkt zumindest so. Ja, schon schön mit den Hügeln, mit den Feldern, mit den alten Fabriken. Ausgebaut. I see. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn es überarbeitet wird hier, dass dann die Baustelle, ach, dass dann die Autobahn entsteht. Oh. Sehr schön. Gerade rechtzeitig durften wir 80 wieder. Da bin ich nochmal kurz, als ich mich gemerkt habe, okay, es ist wahrscheinlich ein Polizei oder so, nochmal vor Schreck in Eisen gegangen. Aber das ging ja nochmal gut.
So, jetzt bloß nicht die 30 Kilometer pro Stunde überschreiten. Aber so wie es sein soll. Achtunddreißig gibt er noch, sehr schön. Musst auch schon ein bisschen mehr Gas geben, ne, wenn du wohl bist. In allen Steinbrüchen. Ich bin mir überlegen, ob es. Ich glaube, es ist. Wahrscheinlich ist es die ganze Zeit nochmal nach Breslau reinzufahren. Und nicht wieder nur auf den Steinbruch zu hoffen, dass wir wieder zurück nach Zürich kommen. Ja, dann fahren wir eben sehr schnell. Biege nach links ab. Nach Wuckerlapp rein, nach Breslau rein. Einfach um ein bisschen Möglichkeiten zu haben. Das ist glaube ich nicht verkehrt. Ansonsten fahren wir. Müssen wir woanders fahren, nach Bocklar, ach nach Prag oder so. Und es dann probieren. Aber ist auch nicht der Sinn der Sache. Wir sind vor kurzem hier unten jetzt pennen und so weiter, aber es ist halt das Problem, dass wir wahrscheinlich nicht einen Auftrag jetzt von hier aus bekommen. Aber vielleicht noch mal gleich noch mit der Werkstatt. Das ist wahrscheinlich ganz da unten, ne? Ja, wie sieht denn aus? Ich hab mich recht gewusst, ne? Hoppla. Auch da noch rein, super.
Dann haben wir das gute Stück mal ganz schnell ab. Ausgezeichnet Radar JCB 457 von Zürich nach Breslau geliefert, gefahren Strecke 901 Kilometer, Dauer 1 Stunde 2 Minuten. Man merkt, verbrauchte Kraftstoff 502 Liter, das ist bei der 214. erledigte ETS 2 bei der Flugzeugtrag. 32,7 gab es dafür und 1378 Erfahrungspunkte. Ja, fahren wir hier rein. Können hier auch pennen, einfach aufgegriffen zur Werkstatt. 73 Kilometer. Rasen wir dahin. Fahrt vorsichtig. Braucht man Beispiel kein aus. Dann reparieren wir uns jetzt doch nochmal. Dann geht's bei 334.000. Danach sind wir bei 300.000. Bloß also, was jetzt noch dazu kommt, während ich dahin rase. Ist einfach nicht da. Hat länger gedauert, als es eigentlich hätte sollen, aber okay. Steckt man ja nicht drin, ne? Demnächst links abbiegen. Bisschen Offroad. Biege nach links ab. Da kommt was. Da auch noch was. Mit dem können wir. Kilometer noch. Aber die haben wir sehr schnell runter jetzt. Sofern wir eine freie Bahn haben. Könnte nochmal teuer werden, wenn jetzt vielleicht Polizei entgegenkommt. Aber ist dann halt so. Jetzt werden wir gerade eh wieder aufhalten. In der Karawane komme ich noch wieder vorbei. Da war es nur ein LKW. Der von mir fährt. Schon abbiegen. Ja, doch, sehr schön. Und da haben wir uns keine vor uns. Aber wir sind jetzt auch direkt in Breslau.
Von daher alles gut. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ah, mein Gott. Mir schwitzen die Finger hier beim Bremsen. Biege nach links ab. So stark wollte ich nicht in Eisen gehen. Biege nach links ab. Ja, das war diesmal jetzt wirklich rot. Aber wie gesagt. Keine Zeit zu verlieren. Biege nach links ab. Danke fürs Annehmen. 18.000, sehr schön. Das meiste ist jetzt verschleißt. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Trade Collections Switzerland Event Video wieder. Oder vom American Truck Simulator mit dem Cruising Nebraska Event. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.